Hallo, liebe Landwirte, ich möchte euch ganz herzlich zu unserem zweiten Live-Event begrüßen. Mein Name ist Bettina Jorek und ich bin bei der KWS zuständig für das Produktmanagement Ökosaatgut. Heute wird sich alles rund um den Mais drehen. Wir legen dabei den Fokus auf die Aussaat und die ersten Schritte zur Unkrautregulierung. Normalerweise würden wir euch ja heute von unserem Maisversuchsfeld aus begrüßen. Da dieses Frühjahr aber doch einige Herausforderungen zu bieten hatte, wurde unser Mais gerade erst gestern gesät. Deswegen stehen wir hier heute auf einer Versuchsfläche, wo die Selektionsversuche und auch die Öko-LSV-Prüfung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen der Winterungen letztes Jahr im Herbst gedreht worden sind. Also, der Mais lässt sich ja nun leider nicht blicken. Deswegen hatten wir gedacht, wir ergreifen mal die Chance und geben euch eine kleine Vorschau auf die Akteure unseres letzten Live-Events zum Thema Getreide Mitte Juni. Und zwar sind das unsere Akteure zum letzten Live-Event. Okay, jetzt möchte ich noch gerne meine Gäste zur heutigen Runde begrüßen. Das ist einmal Christoph Gellermann von der Fachberatung Mais sowie Axel Altenweger, langjähriger Ökolandwirt und Betriebsleiter des Klostergut Wiebrechtshausen. Bevor wir starten, kurz etwas Organisatorisches. Wir werden jetzt circa eine halbe Stunde live für euch berichten. Danach habt ihr Zeit, uns eure Fragen im Live-Chat zu stellen. Und zwar geht ihr da ganz einfach auf die Sprechblase, stellt die Frage ein und dann nochmal fix auf den Button Senden drücken, sodass wir eure Fragen dann auch beantworten können. Alles klar, und schon geht's los. Lieber Christoph, komm doch bitte zu mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über deine Tipps zur Aussaat und ich sage mal so, auch wenn jedes Frühjahr immer meine Überraschung birgt, gibt es doch bestimmt auch gewisse Leitlinien, die man berücksichtigen sollte für einen erfolgreichen Maisanbau. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du uns vielleicht einen kleinen Einblick gibst, wieso Stand der Maisaussaat aktuell ist und vielleicht uns erzählen kannst, was hier in Wiebrechtshausen zur Maisaussaat bis dato vorbereitet wurde. Christoph, it's your floor. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch hier sein darf und ein bisschen was zum Mais erzählen kann. Für uns bei der KWS ja mittlerweile eine recht wichtige Kultur. Du hast es schon angesprochen, Besonderheiten dieses Frühjahr, das Wetter. Wir sehen, heute stehen wir wieder in Jacke hier. Hätten wir das schon gestern gedreht, hätten wir hier bestimmt noch im T-Shirt gestanden. Es hat sich schon wieder merklich abgekühlt im Vergleich zum Vortag. Und wenn wir uns die Bodentemperaturen einmal anschauen, hier mal eine Grafik bei uns aus Cultivent, aus unserem Bodentemperatur-Tool, was auch für Ihre Region denn online abrufbar ist ab März. Da sehen wir hier, wenn wir uns anschauen, Temperatur, Bodentemperatur für den Standort Einbeck ab dem 15. April. Da schauen wir diese blaue Linie hier unten, das ist, sage ich mal, die Temperatur aus diesem Jahr. Darüber in weiß dann das 10-jährige Mittel und da sehen wir, da liegen wir wirklich konstant so rund 3 Grad unter dem 10-jährigen Mittel. Da ist eigentlich bis zum 9., 10. Mai keine Phase, wo wir mal über das Mittel rüberkommen. Also doch schon sehr kühl dieses Jahr. Erst jetzt am Wochenende dann mal eine wärmere Phase, wo wir auch mal etwas über das 10-jährige Mittel kommen. Aber wie schon angekündigt, jetzt wird es schon wieder kühler. Und das stellt den Maisanbau, gerade auch im Öko-Maisanbau dieses Jahr, natürlich vor Herausforderungen. Das heißt, wir sind insgesamt mit der Aussaat zurück im Vergleich zu den Vorjahren. Ich denke, so sicherlich 1 bis 2 Wochen später, in Einzelfällen vielleicht auch noch weiter zurück durch die Witterungsbedingungen. Auch der Mais, der jetzt vielleicht Ende April schon gelegt wurde, entwickelt sich durch die kalten Temperaturen erst langsam, kommt eigentlich jetzt erst mit der Warmphase so richtig in Gang. Aufgelaufen ist somit noch nicht viel deutschlandweit. Bei der Aussaat sind wir vielleicht schon im konventionellen Bereich etwas weiter. Ich schätze, da sind so rund 80% deutschlandweit des Maises im Boden mittlerweile, im Süden sicherlich schon mehr als im Norden von Deutschland. Im Öko-Maisanbau natürlich
noch etwas weiter zurück. Da wollen wir natürlich wärmere Temperaturen haben. Da sind wir vielleicht deutschlandweit gesehen bei knapp der Hälfte, die jetzt im Boden ist. Die letzten Tage wurden, wie hier in Wiebrechtshausen, sicherlich von einigen genutzt, gerade im Ökobereich, um den Ökomais zu legen. Aber es steht sicherlich auch noch einiges aus. So, was heißt das? Bodentemperatur, hierzu mal ein kleiner, oh, sehr windig heute auch, halt gut fest. Kleiner Versuch, hier mit Ansaatkästen bei uns in der Kühlkammer gelaufen. Da sehen wir einmal den Unterschied, 30 Tage bei 8 Grad Celsius und 15 Tage bei 13 Grad Celsius konstanter Temperatur. Und da sehen wir schon deutlichen Unterschied nach 15 Tagen bei 13 Grad, der Mais schon deutlich weiter als bei 30 Tagen bei 8 Grad Celsius. Und deswegen ist es natürlich gerade im Ökolandbau wichtig, nicht zu früh zu legen. Wir sagen hier eigentlich, man sagt ja immer, mindestens 8 Grad braucht der Mais, 8 bis 10 Grad, damit überhaupt etwas passiert. Wir sagen, im Ökolandbau empfehlen wir Ökomaisanbau eher mindestens 12 Grad Bodentemperatur, damit sich der Mais dann auch zügig entwickeln kann nach der Aussaat, da eben natürlich ein fungizider Beitschutz fehlt und so bodenwörtige Pilzkrankheiten schnell zum Problem werden können. Wichtig dann noch eine gute Bodenbearbeitung, intensive Lockerung, damit sich der Boden schnell erwärmt und ein ebenmäßiges, feinkrümeliges Saatbett. Das haben wir in Edesheim hier an dem Standort von uns auch entsprechend so gemacht. Die Fläche Vorkultur war hier ein Winterweizen, davor ein Kleegras. Nach dem Winterweizen wurde dann im Herbst, im November einmal gepflügt, über Winter liegen lassen, die Frostgare ausgenutzt, dann im Frühjahr mit der Federzahnegge das Ganze glatt gezogen, fein gemacht, das Saatbett, sodass wir hier ein ebenes, feinkrümeliges Saatbett vorfinden konnten und anschließend dann vor der Saat noch zweimal blind geschriegelt, um die ersten beiden Wellen der Unkräuter schon mal zu bekämpfen und so mit dem Mais einen optimalen Start zu geben. Und was dann bei der Aussaat zu beachten ist, dazu haben meine Kolleginnen Bettina Jorik und Lisa Bosch, die hier jetzt gerade nicht zu sehen ist, letzte Woche ein kurzes Video gedreht, was wir Ihnen jetzt gern zeigen möchten. Zu Beginn der Maisaussaat ist es wichtig, die Ablagetiefe zu kontrollieren. Denn zu flach oder zu tief abgelegte Maiskörner oder Körner, die in der Reihe verrollen, können zu einem heterogenen Feldaufgang führen und die spätere Unkrautregulierungsmaßnahme erschweren. Wir haben hier eine Aussaatstärke von 11 Körnern je Quadratmetern, das heißt einen Abstand von 12 cm in der Reihe. Dabei ist wichtig, dass die Körner gleichmäßig abgelegt wurden und dass sie sich im feuchten Bodenhorizont befinden. Bei einer Ablagetiefe von zum Beispiel 3 cm kann es sein, dass die Maiskörner weggestriegelt werden. Es empfiehlt sich bei schweren Böden eine Ablagetiefe von um die 5 cm, bei leichteren Böden oder bei starker Trockenheit ca. 6 cm. So, das Video ist jetzt soweit durch. Wie dort erwähnt, wichtig bei der Maisaussaat natürlich die Ablage in den feuchten Boden, nicht zu flach, nicht zu tief, um nachher keine Probleme zum Beispiel beim Striegeln bei der Unkrautbekämpfung zu bekommen und trotzdem einen zügigen Aufgang zu erreichen. Was sonst noch wichtig ist für den Mais, wir haben ja schon gehört, sehr kälteempfindlich, gerade die Phosphataneignung ist schlecht in der Jugendentwicklung, die Phosphataufnahme, das Phosphataneignungsvermögen und daher bietet sich so eine Unterfußdüngung im Mais natürlich an, um die Jugendentwicklung zusätzlich zu fördern. Da sind natürlich im Ökolandbau die Möglichkeiten etwas begrenzter als im konventionellen Maisanbau. Hierzu mal ein dargestellt auf dieser Folie ein Versuch der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Gülleunterfußdüngung im Mais. Wenn es da die Möglichkeit über Rindergülle, Gärreste oder Ähnliches gibt, ein gutes Verfahren, um da wirklich wurzelnah ein Düngerdepot zu legen und dem Mais somit Phosphat in hoher Konzentration zur Verfügung zu stellen. Das Düngedepot sollte dann so hier zu rund 7 cm unter dem Korn platziert werden mit der Oberkante. Das heißt, wenn wir 5 cm tief sehen, sollte das Gülledepot so maximal frühestens auf 12 cm beginnen. Auch nicht zu nah am Korn, damit dort keine Ätzschäden entstehen können. Vorteil ist natürlich, Phosphat kann besser aufgenommen werden und
das Sie vielleicht auch kennen, gerade in kalten Frühjahren wie dieses, sieht man ja oft diese Violettverfärbung der jungen Maispflanzen, die dann auf Phosphatmangel hindeuten. Eine weitere Möglichkeit als Unterfußdünger sind denn zum Beispiel Hühnertrockenkotpellets, die dann ganz normal wie ein mineralischer Dünger auch 5 cm unter, 5 cm neben den Korn platziert werden können, um halt den Mais von Anfang an mit Phosphat bei der Jugendentwicklung zu unterstützen. Was ist sonst noch besonders? Natürlich immer so ein bisschen verschiedene Themen, die hier im Ökolandbau eine Rolle spielen. Zum einen natürlich Vogelfraß. Dafür macht es auch Sinn, den Mais nicht zu flach abzulegen, um dagegen zu wirken. Ein anderes Problem, auch in den letzten Jahren immer mal wieder, ist die Saaten- oder Bohnenfliege im Mais, die dann im Frühjahr in die Bestände einfliegt, hier die Eier ablegt und die Larven sind es dann, die hier ans Korn drangehen und den Keimling fressen. Das heißt, die wollen an den Keimling an und fressen diesen dann entsprechend auf, sodass natürlich hier nichts mehr wachsen kann. Angezogen werden diese Fliegen vor allem von organischer Masse. Das heißt, wenn ich hier viel mit organischen Düngern oder auch entsprechend für Früchten Kleegras arbeite, ist das immer ein höheres Risiko, dass hier Befall auftritt. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, heißt es hier, wenn dort zum Beispiel vorab Kleeglas oder Zwischenfrucht stand, diese intensiv einzuarbeiten, bei Zwischenfrüchten auch auf welche zu setzen, die halt sicher abfrieren im Winter. Zum anderen die Förderung der Jugendentwicklung, schon gesagt, da bietet sich eine Unterfußdüngung an und natürlich ein passender Aussaattermin, nicht zu früh, damit wir hier entsprechend Wärme haben, damit der Mais dem Befall denn zügig davon wachsen kann. Das sind so die entscheidenden Faktoren, die Maßnahmen, die man hier dann im Ökolandbau auch ergreifen kann. Und falls am Ende denn doch mal etwas schief gehen sollte, weil das Wetter überhaupt nicht passt, vielleicht doch noch mal eine deutlich kältere Phase folgt, der Mais sich schwer tut oder wir mit Schädlingsbefall zu kämpfen haben, bieten wir mittlerweile auch einen Mais-Mehrwertservice an, den alle KWR-Landwirte, die KWS-Mais anbauen, nutzen können. Das heißt, sie registrieren sich bis zu 5 Tage nach der Saat bei uns online unter MyKWS im Portal, legen dort ihre Flächen an, entsprechend mit den KWS-Sorten, geben die KWS-Sorten an und laden als Nachweis einen Lieferschein hoch. So, sobald die Flächen dann fertig registriert sind, ist das alles dort abgespeichert. Falls dann ein Schaden auftritt, können Sie den hier über das Online-Portal entsprechend melden. Anschließend nimmt unser KWS-Berater, unsere KWS-Beraterin Kontakt zu Ihnen auf, schaut mit Ihnen gemeinsam die Fläche an und wir entscheiden dann, wie es weitergeht. Muss jetzt umgebrochen oder ein Teil der Fläche nachgesät werden, unterstützen wir Sie in diesem Fall mit 50% der Saatgutmenge, die Sie dann kostenlos von uns bekommen, um diese Nachsaat durchzuführen. Wichtig ist natürlich, das bieten wir nur für unsere eigenen Sorten natürlich an. Das heißt, sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitaussaat ist das natürlich nur für KWS-Sorten möglich. Gut. Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin mit meinem Teil denn durch und ich denke, wir sehen uns gleich, hören uns gleich zur Fragerunde nochmal wieder. Jo, Christoph, ganz lieben Dank für deine Tipps zur Aussaat. Mais Mehrwertservice, finde ich, ist eine prima Sache, dass die KWS die Ökolandwirte unterstützt. Also toll. Corona-bedingt muss ich dich jetzt leider ins Ausschicken. Ich würde dich dann aber sehr gerne zur Fragerunde wieder zu uns bitten. Alles klar. Lieben Dank, Christoph. Ja, danke, Bettina. Nachher. Ja, jetzt möchte ich gerne Axel nochmal begrüßen. Axel, komm noch bitte zu mir. Der Christoph hat uns ja eben gerade erzählt, wie wir einen guten Grundstein gestalten können für einen erfolgreichen Ökomaisanbau. Aber um das volle Ertragspotenzial ausschöpfen zu können, denke ich, ist einer der wichtigsten Stellschrauben durchaus die Unkrautregulierung. Und da wäre ich auch schon, Axel, bei meiner ersten Frage. Wo beginnt für dich im Ökomaisanbau die Unkrautregulierung? Was würdest du machen?
Ja, es beginnt ja schon im Vorjahr, dass man einfach sehen muss, wie die Fläche aussieht, ob da schon Wurzelunkräuter vorhanden sind, die man also im Vorjahr unbedingt bekämpfen muss, bevor man eine Zwischenfrucht beispielsweise sät, dass man also keine Altlasten schon mit ins neue Jahr nimmt, weil es eben im Mais dann schwieriger ist. Und dann haben wir ja beim Mais im Gegensatz zu anderen Kulturen, gerade zur Rübe, mehr Zeit im Frühjahr, um einfach falsches Saatbett zu bereiten, um, wenn wirklich nochmal Disteln durchwachsen sollten, vielleicht sogar nochmal flach mit dem Flügelschaugrupper das nochmal abzuschneiden, dadurch, dass wir den Mais ja sowieso bitte nicht zu früh säen sollen, also jetzt eigentlich erst, kann man diese Zeit durchaus gut nutzen. Und dann, wenn eben das Saatbett gut ist, haben wir auch nochmal, also wir machen das Saatbett ja ungefähr 2-3 Wochen, bevor der Mais gesät wird, können wir dann auch eben, wie Christoph auch gesagt hat, 1-2 Mal striegeln und dann erst den Mais säen. Okay, prima. Wie denkst du über das Blindstriegeln? Ist das eine Maßnahme, die man eigentlich immer fest im Blick haben sollte und nutzen sollte? Das ist natürlich von Boden und Jahr abhängig und vom Unkrautpotenzial, das da ist. Man muss ja auch sehen, wenn kein Unkraut da ist, dann braucht man nicht blindstriegeln, also wenn gar nichts auch keimt. Deswegen gibt es da ja diese Probe. Aber wenn kein Unkraut da ist, dann regt man eher noch anderes an. Aber ansonsten ist Blindstriegeln bei uns eine Standardmaßnahme, weil wir nach 19 Jahren Ökolampe auch ein gutes Unkrautpotenzial im Boden haben. Okay, prima. Also man muss prüfen, wie hoch ist das Unkrautpotenzial im Boden. Wie das geht, haben wir euch in einem Videoclip vorbereitet. Wir haben es die sogenannte Wischprobe genannt und würden euch das jetzt gerne einmal anschauen lassen. Ja. Okay, prima. Eine Frage hätte ich noch zum Blindstriegeln, Axel. Was ist dir beim Blindstriegeln wichtig? Was sollte man beachten? Jetzt kommt das. Also wir fahren, also erstens geht mit der Sämaschine schon los. Am besten ist natürlich eine Sämaschine, die so ein bisschen einen Hügel macht, dass also der Sarko tief genug abgelegt ist und dass man lieber oben nochmal, also dass man es meinetwegen 2 Zentimeter zu tief abgelegt hat und das Saat und dann mit dem Blindstriegelgang diesen oberen Zentimeter, 2 Zentimeter abkratzt. Dann fahre ich immer diagonal zum Feld. Das hier haben wir ja in dem Film kurz gesehen. Das war ein großer Striegel. Wir stehen jetzt hier bei einem kleinen Striegel, ein 15-Meter-Striegel diagonal zum Feld, weil da nicht die Gefahr ist, dass der Striegelzinken in der Seerille entlangläuft und womöglich das Saatgut bewegt oder rausragt. Also das Korn, man muss reinschauen, das Saatgutkorn darf nicht bewegt werden, sonst bricht der Keim ab und dann ist eigentlich schon vorbei damit. Und deswegen dieses diagonale Fahren und wenn man natürlich einen großen Striegel hat, dann sind die Schäden, die man dadurch macht, also marginal durch die Fahrspur an sich. Ja, Axel, wie genau das geht, hatten wir ja die Tage auch in einem kurzen Videobeitrag festgehalten. Auch wenn du schon super erklärt hast, ein Video schauen ist immer nett. Deswegen würden wir euch gerne nochmal einen kleinen Einspieler bringen zum Blindstriegeln. Viel Spaß beim Gucken. Alles klar. Ich würde sagen, ich würde gerne dich fragen wollen, was sind die nächsten Schritte zur Unkrautregulierung? Da würde ich ganz speziell dich gerne fragen wollen, was kann man alles mit dem Striegel im Ökomaisanbau bezüglich Unkrautmanagement noch schaffen? Und was sollte man vor allen Dingen dabei beachten? Ja, also wir haben jetzt hier ein kleines Modell, wo wir normal die Versuche damit bearbeiten. Aber es ist eben wichtig, den Striegel auch richtig rum einzusetzen. Also wir haben ihn jetzt hier zum Blindstriegeln eingestellt, wie es ja im Film auch zu sehen war. Also flach über dem Boden, sodass die Zinken eher schleppend laufen. Und je nachdem, in welcher Phase man den Mais bearbeitet, kann man eben durch die Höhe der Räder und die Zinkenstellung und die Schärfe der
der Spannung der Zinken kann man eben dann das Ergebnis auch verändern. Es gibt Betriebe, die erfolgreich den Mais ausschließlich mit dem Striegel sauber halten, die also gar nicht hacken müssen. Gerade auf den leichteren Böden ist es ganz gut möglich, weil der Mais das Striegeln erstaunlich gut verträgt. Also man kann blind striegeln, vielleicht sogar zweimal blind striegeln. Dann kommt eine Phase, wenn er am Rausspitzen ist, da sollte man in Frieden lassen, weil gern dieser Keim abbricht oder dieses erste Blatt abbricht. Selbst wenn es abbrechen sollte mal, ist es nicht ganz so schlimm wie bei anderen Pflanzen. Der Mais schiebt wieder nach. Aber dann, wenn er etwas größer ist, kann man wieder mit dem Striegel fahren und dann eben auch gerne diagonal und auch in Fahrtrichtung wechselnd. Was auch wichtig ist beim Mais, er hat ja morgens oder vormittags einen relativ hohen Zelldruck. Das heißt, die Gefahr, dass er abbricht, ist dann größer. Und deswegen, wenn es heiße Tage hat, ist am besten mal striegelt dann nachmittags. Also wenn man sich leisten kann von der Arbeitskapazität her, nachmittags, abends, sodass der Mais da so ein bisschen schlaff ist und sich auch gut umlegt. Und es gibt eigentlich bis zu der Höhe, bis der Striegelrahmen nicht mehr ordentlich drüber passt, immer wieder die Möglichkeit, den Mais zu striegeln. Man muss aber beim Striegeln dranbleiben. Also ein Striegel kann mit größeren Unkräutern nichts mehr anfangen. Das schafft er nicht, da muss man so scharf einstellen, dass eben tatsächlich der Mais auch leidet. Sondern der Striegel muss eingesetzt werden, wenn man das Unkraut noch gar nicht sieht oder wenn es eben wirklich ganz klein ist, sodass man es eben den Keimfaden abknickt, dass man es enterdet, dass es eben vertrocknetes Unkraut oder eben verschüttet. Aber wenn es dann mal ordentlich großes Unkraut ist, dann hat das keinen großen Zweck mehr. Das bringt er nicht weg. Okay, aber wenn das mal passiert, der Striegel keine Chance mehr hat, könnten wir ja auch noch auf die Hacke zurückgreifen. Genau. Und eine zweite Möglichkeit der mechanischen Unkrautregulierung nutzen. Wir haben, hast du vorbereitet, vielen lieben Dank, Axel, dafür, mal auch euch eine Hacke ins Feld gestellt. Und Axel, was sind deine Tipps im Umgang mit der Hacke im Ökomais? Worauf sollte man achten? Was kann man alles machen? Was ist die beste Einstellung? Also die Hacke ist einfach das Mittel der Wahl, wenn man Wurzelunkräuter hat oder wenn eben einfach das Wetter das nicht zugelassen hat, mit dem Striegel zu arbeiten. Man sollte aber ein bisschen Abstand einhalten zum Mais. Deswegen sind bei der Maishacke in der Regel auch die Hackaggregate nicht ganz so weit auseinandergezogen. Das kann man ja hier alles verstellen, wie nah man an die Reihe rangeht. Aber man sollte nicht zu nah dran hacken, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Man kann mit der Hacke, die hat jetzt auch keine Schutzbleche dran, auch den Mais ein bisschen anhäufeln. Das verträgt er auch ganz gut. Mhm. Also man kann den Mais sowohl mit der Rollhacke als auch mit so einer Scharhacke durch eine schnellere Fahrgeschwindigkeit ein bisschen anhäufeln. Darf nicht umkippen. Es sollte auch keine Erde oben in die Blätter reinfallen, aber ansonsten ist er eigentlich eine sehr gute Anhäufelkultur. Und was eben hier auch noch angebaut ist an dieser Maschine, die wir uns vom Kollegen ausgeliehen haben, der hat auch die Fingerhacke mit dran, die auch die Unkräuter in der Reihe ein Stück weit erwischen kann. Man muss aber auch da wieder sagen, man muss früh dran. Also wenn das Unkraut und das Hauptunkraut ist eigentlich bei uns die Melde, der Gänsefuß, der die gleichen Anforderungen hat an die Temperatur wie der Mais und auch dann gleich schnell wächst und auch tatsächlich gleich hoch wird, wenn man ihn wachsen lässt, wie der Mais, gleicht sich schön an. Da muss man wirklich früh genug dran sein und mit dieser Fingerhacke reinfahren. Die ist jetzt etwas breit eingestellt, man sieht es an den Elementen, aber sie sollen eben die Erde zwischen den Maispflanzen bewegen und damit das Unkraut abreißen. Sie können nicht großartig Unkraut rausrupfen, das funktioniert nicht. Mhm. Dann ist es besser eben, den Mais anzuhäufeln. Da gibt es andere Geräte dazu, viele, die ja auch Kartoffeln anbauen, haben die sowieso zu Hause stehen und könnten die auch sehr gut nutzen für den Mais. Okay, prima. Im Übrigen ist dazu ergänzen, dass ja immer Nährstoffe nötig sind und diese Mobilisierung durch die Hackgänge und das Anhäufeln auch sehr schön stattfindet, also dass sich die Nährstoffe umwandeln, die ja durch die Vorfrucht und durch die organische Düngung im Boden sind. Das ist also auch eine schöne Sache. Okay, eine Frage hätte ich noch, wenn ich jetzt nicht so mutig bin und den Mais nur mit dem Striegel bearbeiten möchte, bis es dann nicht mehr geht, sondern eine Kombi nutze zwischen der flächenstarken Leistung des Striegels und der Maschinenhacke. Ab wann würdest du deiner Erfahrung nach sagen, kann ich in den Mais mit der Hacke reinfahren und muss ich da irgendwas beachten in sehr frühen Stadien?
Also ich würde darauf achten, den Mais nicht zu nah zu hacken, weil er eben auch schnell in die Breite wächst, wurzelmäßig. Man kann an die Maschinen auch Schutzbleche anbauen, wobei man dann ja natürlich nicht den Effekt hat, dass man in die Reihe rein was dran häufelt. Also es gibt verschiedene Messer zu den Maschinen, Winkelmesser, die man so stellen kann, dass eben nicht Erde an den Mais rangehäufelt wird. Aber man kann den Mais, der 5 cm aus dem Boden schaut, ohne weiteres schon mit der Hacke hacken. Gar kein Problem. Dazu hat man ja auch eine Kamera. Hacke, die kann die Reihe dann auch erkennen und steuert dann über die Fahrgeschwindigkeit auch sehr gut und sehr einfach, wie viel Erde an die Reihe herangeschüttet wird. Ist eine gute Methode. Es ist auch eine Methode, die uns auch zu einem anderen Thema führt, das wir ja schon mal auch probiert hatten, hier Erde ranzuhäufeln und wieder wegzustriegeln. Also dieses Unkraut in der Erde immer in Bewegung zu halten. Mhm. Na, das ist ja zum einen die Möglichkeit, dass wir Dämme aufschütten, vielleicht sogar bevor der Mais rauskommt und es wieder wegstriegeln. Man kann aber genauso gut etwas anhäufeln und dann wieder mit dem Striegel diagonal wegstriegeln, sozusagen, das Unkraut. Ja, okay. Man muss immer schneller sein als das Unkraut. Also schneller auch als die Melde vor allem, die wirklich das Hauptproblem ist. Und die wird ja reif, die Melde, bis zur Ernte. Und die wird dann schön ausgeschüttelt, wenn man mit dem Häcksler oder mit dem Drescher kommt. Und dann hat man im Jahr drauf seine Freude. Das glaube ich gerne. Also Axel, ich nehme mit, es gibt viele Möglichkeiten, den Mais wirklich mechanisch unkrautfrei halten zu können. Ich nehme mit, liebe Landwirte, es tut mir leid für die schlechte Nachricht. In Urlaub fahren nach dem Mais legen ist dann leider nicht mehr so angesagt. Es sei denn, ich habe fleißige Helfer auf dem Betrieb, die die Unkrautregulierung und vor allen Dingen die Unkräuter immer fester im Blick behalten. Dann darf ich wohl als Betriebsleiter auch in Urlaub fahren zu dieser Zeit. Ansonsten muss ich da bei der Unkrautregulierung dranbleiben. Jetzt haben wir wirklich viele Möglichkeiten in der mechanischen Unkrautregulierung diskutiert und dargelegt. Aber Axel, was passiert denn, wenn der liebe Wettergott im wahrsten Sinne des Wortes uns im Regen stehen lässt? Weil man kann ein super Management haben, die passenden Geräte gut damit arbeiten, die Unkräuter immer fest im Blick behalten. Nur wenn die Witterung es einfach nicht zulässt, mit mechanischer Unkrautregulierung loslegen zu können, punktgenau. Was meinst du, könnte ich denn vielleicht ein Ass im Ärmel haben und das Abflammgerät nutzen? Ja, aber natürlich nicht bei Mais, wenn er 30 cm hoch ist. Mensch. Aber tatsächlich kann man Mais abflammen und zwar auch, wenn er schon aus dem Boden rauskommt. Das Abflammen ist aber ein teures Verfahren. Man muss ja ungefähr mit 130, 150 Euro rechnen, wenn man die Fläche ganzflächig abflammt. Hat aber den Vorteil, dass man nicht wie bei jeder Hackmaschine oder bei jedem Striegel wieder neue Erde oder Erde freilegt, damit Unkrautsamen freilegt. Und es ist auch natürlich in Fragen der Erosion besser, weil man nicht den Boden bewegt und wenn eben dann Starkregen kommt, dann wieder was wegschwimmt. Das ist also eine Möglichkeit und man kann eben, wie wir ja auch versucht haben, gibt es auch viele Bilder von uns bei Bettina abzurufen, Mais, der etwas höher ist, der war glaube ich 5 cm hoch, den haben wir abgeflammt, der war natürlich kaputt, aber der hat es innerhalb von wenigen Wochen wieder aufgeholt und vor allem kam eben kein neues Unkraut nach, weil der Boden ja nicht angerührt wurde. Also das ist natürlich eine Feuerwehrmaßnahme, die ist relativ teuer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, was manche Betriebe auch schon haben, sind eben Reihenabflammgeräte, die nur dieses Band, wo der Mais wächst, abflammen und dazwischen kann man immer hacken. Also wir hatten schon Jahre, wo es immer geregnet hat und wir haben den Mais trotzdem einigermaßen unkrautfrei gekriegt und wenn wir dann hinterher mit der Kartoffelrollhacke durchgefahren sind und den angehäufelt haben. Also es gibt dann immer noch Möglichkeiten und der Mais ist eine sehr robuste Pflanze und hat ja bei den meisten Betrieben noch die 75er Reihenweite, wo man eben dann sehr lange noch durchfahren kann, auch mit massivem Gerät. Ja, okay, prima. Vielen Dank für die Einschätzung zum Abflammgerät. Ich habe für dich noch eine kleine Überraschungsfolie, die hole ich mal. Und zwar haben wir uns mal der Bilder von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bedient. Die haben da auch Versuche zugemacht. Axel, man sieht, der Mais ist schon sehr hoch. Ich glaube, kurz davor, bevor die letzte Durchfahrt mit einer Hacke möglich ist. Hier hat man mit Kartoffelhäufeltechnik entsprechend Dämme angelegt. Was meinst du, wie sind deine Erfahrungen? Sollte man das immer so als Standardabschlussmaßnahme im Hinterkopf behalten? Das hängt natürlich vom Boden ab, aber es ist eine sehr schöne Maßnahme, wo man auch größere
Unkräuter noch in der Reihe sehr gut erwischt. Man muss aber am Vorgewende schon überlegen, wie man das handhabt, weil, also, oder man hat einen Lohnunternehmer, der einen sehr gut gefederten Häcksler hat, weil das natürlich eine Qual ist, dann da quer zu diesen Reihen zu ernten. Aber ansonsten ist diese Arbeitsweise, die ja fast einer Dammkultur entspricht, ist super gut für Mais, weil man eben hier immer wieder Boden bewegt und die Mineralisation anregt, sodass der Mais eben nicht verhungern wird. Ja, das ist also eine schöne Maßnahme auch eben in, als Feuerwehrmaßnahme, wenn man einfach Unkrautprobleme hat durch anhaltend schlechte Witterung. Mhm. Trotzdem ist eben wichtig, nicht vergessen, ganz am Anfang die Melde in der Reihe, die geht am besten weg mit dem Striegel und da darf man nichts verpassen. Okay. Na, weil die wird hier sich mit hochziehen und wird genauso hoch wie der Mais. Alles klar. Ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Also, liebe Landwirte, nochmal das Wichtigste festgehalten beim Ökomaisanbau bezüglich Unkrautregulierung. Bitte nicht auf dem Baum schlafen, sondern immer feste die Entwicklung der Kräuter im Blick behalten. Axel, hast du eine Empfehlung? Sollte man zum Beispiel täglich den Maisacker kontrollieren oder sagst du, ach, lass mal erstmal eine Woche ins Land ziehen oder ist sinnvoll, alle 3 Tage vielleicht mal mit angespannten Striegeln vorzufahren? Ja, man sollte eigentlich schon, kommt auf die Fläche an, die man betreut, aber man sollte also nach der Saat am 3., 4. Tag sollte man rausgehen. Und wenn es richtig ein warmes Jahr ist, wir hatten schon Jahre, wo der Mais nach 6, 7 Tagen da war. Und wenn man dann das Blindstriegeln verschlafen hat, die Melde die gleiche Temperatur ja auch hatte und da auch dann da ist, dann ist es ein bisschen spät gewesen. Also das kommt aufs Jahr an. Dieses Jahr denke ich mal, also wenn es wieder so kalt bleibt jetzt, da schläft alles bei uns. Also auch das Unkraut schläft ein Stück weit, aber ansonsten muss man dabei einfach dranbleiben. Okay, ja. Prima. So, liebe Landwirte, unser Live-Bericht neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt liegt es an euch, feuerfrei. Stellt bitte eure Fragen in den Live-Chat ein. Ich bin sehr gespannt, was wir euch noch beantworten können. Und genau, Christoph kommt schon zu uns. Ich gehe mal noch ein Stück weit zurück. Und ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Fragen. Ich sehe schon, die ersten sind eingelaufen. Lisa, unser Fragenbote, ist auf dem Weg. Ganz lieben Dank. Dann will ich mal schauen, was wir vorher noch nicht so gut beantworten konnten, was offen geblieben ist. Gut, prima. Christoph, gleich die erste Frage, Jackpot-Treffer. Hier ist die Frage aufgekommen von einem Landwirt. Gilt das SAT-TS-Monitoring auch für die Ökosorten? Ja, natürlich gilt unser SAT-TS-Monitoring auch für die Ökosorten. Also zusätzlich zu dem Mais-Mehrwert-Service gibt es auf MyKWS auch noch das Angebot, SAT-TS zu nutzen, also TS-Monitoring via Satellit. Da bekommen Sie denn während der Maisabreife einmal wöchentlich eine Nachricht, eine E-Mail von uns, wie der TS-Gehalt in Ihrem Maisbestand aktuell liegt und können sich auch jederzeit dort einloggen und diesen, sage ich mal, auch dort begutachten. Ist für alle unsere KWS-Sorten möglich. Da die Sorten für diesen Service natürlich extra einkalibriert werden müssen, funktioniert das für die neueren Sorten, wo auch deutschlandweit viel Anbaufläche hintersteht, wie zum Beispiel im Benedictio KWS oder KWS Cheops, besser als für die älteren Sorten wie im Ronaldinho oder Padrino. Ist dafür aber natürlich auch genauso gut möglich, nur die Abweichungen werden dann gegebenenfalls etwas höher zum tatsächlichen Wert. Okay, ganz lieben Dank. Axel, ich habe hier eine Frage nochmal zum diagonalen Striegeln. Und zwar bezieht sie sich darauf, wenn ich eben halt nicht mit einem Striegel unterwegs bin, der in Anführungsstrichen nur 6 Meter Arbeitsbreite hat, sondern mit einem 15 Meter breiten Striegel, der ist ja entsprechend anders aufgehangen mit Stützrädern. Ist es trotzdem maisverträglich, dann mit so einem größeren Striegel diagonal den Mais zu durchfahren? Was ist maisverträglich? Unkraut ist auch nicht maisverträglich. Also da muss man halt dann abwägen. Wir haben also den 15 Meter Striegel, der hat außen die 2 Tasträder. Das sind wir ja auch hier übers Feld gefahren. Dort, wo die Tasträder drüber laufen, wird der Mais wieder aufstehen. Dort, wo die Räder, das ist ein aufgesattelter Striegel, des Fahrwerks drüber laufen, die laufen in der Schlepperspur, wird kein Mais mehr wachsen. Da gehe ich davon aus. Wir nutzen aber diese Spur ja immer wieder mit dem Lenksystem. Und damit hält sich also der Schaden wirklich in Grenzen, wenn wir da diagonal striegeln. Beides mit schmäleren Reifen, also vielleicht das erste Mal Blindstriegel nicht, aber danach mit schmäleren Reifen, sodass also der Anteil an kaputtgefahrenen Maispflanzen wird also nicht ertragsrelevant sein. Okay. Und man macht es ja auch
gegen das Unkraut und das ist wesentlich ertragsrelevanter als diese Fahrspur. Alles klar. Ansonsten kann ich ja noch mal sarkastisch nachhalten. Christoph hat uns ja den Mais-Mehrwertservice vorgestellt. Wenn da also was anbrennt, in die Hose geht, können wir auch den Mais-Mehrwertservice sicherlich, Christoph, auch für so ein Dilemma ziehen. Natürlich, ist für unabhängig vom Schadereignis für alles, was schief geht, möglich. Prima. Gut, ich schaue noch mal. Vogelfraß hatte einer von euch beiden, glaube ich, schon mal erwähnt. Und da kommt auch prompt eine Frage zu. Bietet die KWS eine Beize gegen Vogelfraß im Biobereich an? Aktuell haben wir da noch nichts. Wir sind aber an dem Thema schon seit ein paar Jahren jetzt dran, haben da schon unterschiedliche Sachen mal jetzt getestet und sind jetzt aber guter Hoffnung, dass wir da vielleicht zeitnah auch mal was anbieten können. Ganz so weit sind wir aktuell aber leider noch nicht. Okay, alles klar. Also müssen wir uns noch ein klein wenig gedulden und sind guter Dinge, dass wir demnächst hoffentlich bald was anbieten können. Ansonsten, Axel, vielleicht die Frage an dich. Haben wir ackerbaulich eine Handhabe? Du erwähntest eben, man kann das Unkrautmanagement bezüglich Hacke auch anders machen, zum Beispiel Anhäufeln nach der Aussaat. Kannst du das gerne noch etwas ausführen? Also erstens zum Vogelfraß kann man den Mais natürlich ein bisschen tiefer legen, muss man halt immer auch abwägen, wie kommt er aus dem Boden wieder raus. Also bei uns sind die Hauptschädlinge ja die Krähen, die sich da irgendwie einen Spaß draus machen, den Keimling abzufressen. Also die fressen ja nicht das Korn, sondern das ist auch das Schwierige bei einer Ökobeize, dass sie ja nicht das Korn fressen, dass man ja vielleicht mit Kupfer oder was behandeln könnte. Nein, sie fressen diesen Keim und freuen sich daran. Und deswegen, wenn man den Mais etwas tiefer ablegt, dann tun sie sich schon mal schwerer. Das merken die genau. Und die haben auch, wenn man ungleich tief sät, weil zum Beispiel hinter der Schlepperspur zu flach abgelegt ist, finden die Reihe und die wird also komplett rausgenommen und der Rest wird stehen gelassen, was so schwierig ist. Also tiefer säen. Und das andere ist eben, dass man den Mais tatsächlich anhäufeln kann, also nach der Saat, ein paar Tage nach der Saat anhäufeln mit einer kleinen Rollhacke, da gibt es verschiedenste Geräte, und das dann wieder wegstriegeln später, sodass der Mais einfach schon einen Vorlauf hat, bevor dann die Krähen kommen und anfangen. Mit anderen Vögeln habe ich jetzt so die Probleme hier nicht. Also Fasane können da ganz anders noch sein. Da habe ich also kein Patentrezept leider. Okay. Außer die Schrotflinte. Das ist auch noch ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja. Okay, ich schaue mal, was haben wir hier noch an Fragen? Das trifft auch noch mal einen Schädling. Christoph, liegen euch Erfahrungen zur Bekämpfung des Maiszünslers vor? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Eine direkte Bekämpfung im Ökolandbau ist zum Beispiel über den Einsatz von Schlupfwespen möglich. Das sind ja so kleine Wespen, die dann die Eigelege des Zünslers parasitieren. Das heißt, ihre eigenen Eier dort reinlegen, sodass statt Zünslerlarven entsprechend Larven der Schlupfwespe schlüpfen, die den Mais dann nicht schädigen und sogar sich dann entwickeln und so in der Folge wieder eine weitere, sage ich mal, Zünsler bekämpfen können. Wichtig bei dieser Maßnahme ist die zeitgerechte Ausbringung. Das heißt, diese Schlupfwespen, da gibt es Kugeln oder so Anhänger, die im Bestand ausgebracht werden können. Diese Ausbringung muss zeitnah zum Flugzeithöhepunkt erfolgen. Wenn ich da zu spät komme, geht mein Wirkungsgrad deutlich nach unten. Das heißt, zeitgerechte Ausbringung ist hier entscheidend. Da gibt es mittlerweile auch das ISEP-Portal, die dort bieten verschiedene Landesdienststellen ein Zünslermonitoring an. Das gibt es für, sage ich mal, Bayern, Baden-Württemberg, mittlerweile aber auch für Niedersachsen, soweit ich weiß. Dort können Sie sich informieren, wie es mit dem Zünslerflug in Ihrer Region aussieht, um somit den besten Zeitpunkt zu finden. Eine weitere Möglichkeit nach der Ernte ist das Mulchen und intensive Einarbeiten der Stoppeln. Das heißt, wie vielen bekannt, die Zünslerlarven, die verpuppen sich unten im Maisstängel, überwintern dort und kommen dann im nächsten Frühjahr dort raus als Falter entsprechend und fliegen dann in die Bestände wieder ein. Wenn ich die Maisstoppeln entsprechend nach der Ernte mulche, zerstöre und dann einarbeite, nehme ich denen diese Möglichkeit und erhöhe somit die Mortalität der Larven über Winter deutlich. Okay, ganz und mit Stoppelbearbeitung, Mulchen, habe ich natürlich noch Vorteile bei Fusarium und anderen Sachen, um die damit auch bekämpfen zu können.
Super, ganz lieben Dank, Christoph. Axel, wie sieht es mit unserem Mais hier am Standort Wiebrechtshausen aus? Schon mal den Zünsler gesichtet oder ist ihm das hier in leichter Höhenlage zu kalt und der Wind zu frisch? Wir haben also hier, als hier mal das ganze Feld hier Maisversuch war, haben wir auch schon einzelne Zünslerpflanzen gesehen. Also das ist kein konventionelles Problem, sondern das ist genauso ein Ökoproblem. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die unbedingt aus konventionellen Beständen reinfliegen zu uns. Also wir müssen da als Ökolandwirte genauso darauf achten, dass wir uns da nicht ein Problem ranziehen. Und wenn wir eben Mais fest in der Fruchtfolge haben, dann müssen wir eben genau auf die Dinge achten. Wobei wir ja, also viele Ökolandwirte ja sowieso den Pflug eben regelmäßig einsetzen und den Mais sowieso gut einarbeiten. Aber das ist einfach, ja, ist im Ökolandbau genauso möglich, das Problem zu haben. Ja. Okay. Und der Standort ist also auch nicht zu kalt, sondern der Zünsler ist mittlerweile hier auch schon angekommen. Überhaupt irgendwo zu kalt ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ganz im Norden, da ist er noch nicht ganz so verbreitet, aber er ist die letzten Jahre schon immer weiter Richtung Norden gewandert und auch hier in Südniedersachsen jetzt eigentlich schon ein größeres Problem mittlerweile geworden. Zumindest konnte man gerade in den letzten warmen Jahren schon stärkeren Befall feststellen in Praxis schlägen, zu meinen Erfahrungen. Alles klar, dann halte ich fest, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, egal ob Ökolandwirt oder konventioneller Landwirt, wenn ich Mais anbaue, dann muss ich doch auf ein gutes Nachernte-Management, wie Christoph es eben beschrieben hat, achten, damit man einfach den Zünsler es hier reichlich ungemütlich macht und es nicht weiter sich zum Problem auswächst. Okay, ich schaue noch mal. Ich denke, eine Frage können wir wohl noch aufnehmen, bevor unsere Sendezeit sich wirklich dem Ende entgegenneigt. Und zwar bezieht es sich auf die Fruchtfolgegestaltung. Axel, da würde ich gerne dich fragen wollen, welche Nachfrüchte empfiehlst du denn nach Mais und was würdest du als Teilfrage dazu an Bodenbearbeitung dazu durchführen? Ja, also wir wollen ja eigentlich immer Sommer-Wintergetreide oder Winterung abwechseln, aber bei Mais bin ich doch ein Freund, danach eine Körnerleguminose anzubauen, weil der Mais doch den Stickstoff sehr effizient aufnimmt. Und also egal, ob man nun Körnermais produziert und dann das Maisstroh, das auch ein weites CN-Verhältnis hat, wieder einarbeitet oder ob man Silomais abfährt, man hat immer relativ wenig Stickstoff hinterher im Boden, weil er eben sehr effizient arbeitet. Und deswegen schreit es einfach nach einer Leguminose. Eine Körnerleguminose wie die Erbse, die will einen leeren Boden, beziehungsweise kommt damit viel besser zurecht, weil eben die Unkräuter auch nicht so gut wachsen, weil weniger Stickstoff im Boden ist. Und die Knöllchen sammeln auch wesentlich besser den Stickstoff, wenn kein Stickstoff oder wenig Min im Boden ist. Und deswegen würde ich nach dem Mais gerne Erbse machen. Und da kann man eben, je nachdem, wenn es Körnermais ist, dann wird man den pflügen müssen. Beim Silomais kann man überlegen, ob man das pfluglos gut hinkriegt, aber man muss auch diese Stoppeln wegbekommen. Also ich bin da eben eher ein Freund des Pflügens. Andere Ökobauern machen eben auch sehr viel gute Erfahrung mit flugloser Bewirtschaftung. Aber die Erbse wäre da die Kultur der Wahl danach, ja. Okay, prima, ganz lieben Dank. Ich schaue mal zur Uhr. Die Zeit ist verflogen. Ich würde sagen, ganz lieben Dank, ihr beiden, Christoph, Axel, für eure Berichte, für die schöne Diskussion, Beantwortung der Fragen. Und natürlich, liebe Landwirte, ganz lieben Dank für eure Teilnahme, fürs Zuschauen, euer Interesse und die Fragen. Sollten jetzt Fragen im Chat übrig geblieben sein sollen, würden wir diese natürlich sehr gerne euch zeitnah beantworten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiter unserem Live-Event treu bleibt und wenn wir uns zum nächsten Live-Event zum Thema Hackfrucht-Spezial zum 1. Juni wiedersehen würden. Das wäre prima. Also, es bleibt nur noch eins. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht es gut und ich hoffe, wir sehen uns zum 1. Juni wieder. Tschüss. Tschüss.